Ja, das ist, glaube ich, sehr erschreckend. Und jeder, der ein bisschen Mitgefühl auch nur aufbringt, muss doch gerade auch mit den Opfern und Familienangehörigen sehr viel Anteilnahme aufbringen. Und denen gilt unser Beileid. Namens der Bundesregierung möchte ich das hiermit zum Ausdruck bringen. Ja, das ist richtig. Die sind also vom Bahnhof kommen. Ja, schon. Guter Tag. Ein Stahlrohr, das runtergefallen ist, hat den parallel fahrenden Zug aufgeschlitzt, den entgegenkommenden Zug an der Seite aufgeschlitzt, und zwar den letzten Wagen. Und in diesem letzten Wagen müssen wir bedauerlicherweise 6 Tote beklagen und 8 Verletzte. Also haben uns durch die Büsche geschlagen und sind dann halt mehr oder weniger zu diesem Unfallort direkt dazugekommen, wie die Menschen da gelegen haben, geschrien haben, Hilfe gebittet haben und. Ja. Dann waren wir also direkt dabei und haben dann versucht, erste Hilfemaßnahmen da einzuleiten, was wir halt konnten. Ne. Also es sah böse aus, war alles zerfetzt, überall Blut, Menschen, um Hilfe gebittet. Ja. Das war eigentlich so das Schlimmste, sag ich mal.